dass sie alle gekommen sind. Im P26 bilden sich die aktuellen Forschungsthemen ab, auch zukünftige Entwicklungen, aber man hat auch Portale in die Vergangenheit. Und die werden durch Museen auch quasi unterstützt. Es gibt auch dort digitale Elemente. Das heißt, wir lernen die Breite der Universität kennen, wenn man in dieses Gebäude kommt. Nun, wir wollen die Wissenschaft an die Bürgerinnen und Bürger bringen. Die Idee ist es also, hier mitten in der Stadt diese Kontaktfläche zu erschaffen und die Faszination Wissenschaft allen zugänglich zu machen. Wir möchten gern, dass wir viele Menschen ansprechen, dass sie auch Lust haben, sich mal mit der Universität zu beschäftigen, mit Wissenschaft zu beschäftigen, indem sie einfach kurz reingucken und sich faszinieren lassen von Objekten, von der Atmosphäre, von den Menschen, die hier sind. P26 in drei Worten. Ich würde eigentlich zwei wählen, ja? Die wären Wissenschaft pur. Worauf können sich die Bonnerinnen und Bonner denn in den nächsten Monaten freuen? Auf spektakuläre Ausstellungen. Ja, das ist ganz toll, das Ägyptische Museum einmal unter einem anderen Blickwinkel zu sehen oder das Paul-Klemann-Museum oder unser neues Heritage Lab. Unfassbar gut, weil es ist sowas von zu begrüßen. Wir sind der Universität sowas von dankbar, dass sie sowas hier in der Innenstadt machen. So eine Innovation mitten in der Stadt, die Wissenschaft kommt zu den Menschen, das ist einfach total begeistert. Ich bin absolut inspiriert. Es ist ein toller Ort. Ja, ich glaube, das war ein richtiger Schritt auch von Seiten der Universität in die Bonner Innenstadt zu gehen. Ich bin vollkommen geflasht und begeistert, wie cool das umgesetzt ist, was für ein tolles Museumskonzept das ist und freue mich häufiger hier hinzukommen. Ich finde, dass es ein sehr beeindruckendes Schaufenster der Wissenschaft ist und natürlich auch ein Schaufenster der Universität. Also hier begegnen sich Stadtbevölkerung, Gesellschaft und Universität auf eine ganz außerordentliche Weise. Mein Eindruck ist sehr positiv. Ich bin überwältigt tatsächlich, wie viele schöne kleine Schnipsel von Museen jetzt hier zusammenkommen.